Willkommen zurück zu einer weiteren lehrreichen Folge Dying Light. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz pädagogisch wertvoll mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die lehrreichen Menschen, die das letzte wissenshungrige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir gehen in die gute alte Schule rein. Wir sollen uns dort mit Jay treffen. Und ihr wisst ja, wenn ihr unterstützen wollt, mehr sehen wollt, ganz easy, Bewertung da lassen, gerne auch einen kleinen Kommentar schreiben, warum nicht? So, und natürlich auch noch ein frohes neues Jahr. Hoffen wir mal, dass das Jahr 2022 großartig wird. Das Jahr der Veränderung, für mich zumindest, privat, beruflich, keine Ahnung, aber privat definitiv. Da passiert bei mir sehr viel Einschneidendes. Mein Leben wird ein anderes. So, jetzt erstmal hier ran. Was liegt denn hier Schönes rum? Gar nichts. Dreck. Hier liegt jede Menge Dreck rum. Gut, der Weg zur Schule ist ein weiter Weg. Ich habe auch neue Waffen mal zusammengeschustert. Zum Beispiel hier. Ein eiskalter Baseballknüppel, der ziemlich nice ist. Ich denke mal, in der Schule können wir es brauchen. Und Zombies einfrieren? Yo, immer gut. Warte, wer kommt hier von hinten und toucht mich an? Hä? Wer hat mich denn hier von hinten geschlagen? Was hat mich da eben gerade bitteschön erwischt? Jetzt mal im Ernst. Irgendein Zombie hat mich mit Dreck beworfen. Boah, nice. Ich liebe dieses... Ja, ein Baseballknüppel. Kein traditioneller. Sportexperten klatschen jetzt in die Hände. Guter alter Honkballknüppel. So, hier sollen wir sie treffen im Waggon. Komm her, schau dir das an. In dieser Schule geht etwas vor. Tahirs Männer sind seit Stunden damit beschäftigt, Kisten wegzuschaffen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Was ist in den Kisten? Gute Frage. Sollte es Antizin sein, holen wir es uns. Jade, wo sind... Mist. Renn! Dieses Schwein da hier... Der sollte in der Hölle braten. Wir... Scheiße, wo ist die jetzt hin? Wie viele Typen sind in der Schule? Gesehen habe ich nur die, die nach Tahir reingingen. Aber da sind sicher noch mehr. Wir sollten unterschiedliche Eingänge benutzen. Getrennt kommen wir schneller voran und machen weniger Lärm. Ach komm, den habe ich doch getroffen. Oh, schön eingefroren, den Zombie. What? Er geht nicht kaputt. Er geht nicht kaputt. Jetzt geht er kaputt. Jetzt weiß auch jeder, dass wir hier sind. Oh, da ist ja noch einer. Ah. Was stimmt nur mit dieser Schule nicht, yo? Zwei! So, ich pinsel mir direkt mal ein bisschen Gegengift auf die Rippe. Na, Jungs? Sehen halt aus wie Jade, ne? Die hier angerannt kommen. Die Girls, die schnellen Girls, die mir in den Schlong wollen. Schlong ist aus! Sorry. Keine Zähne. Och nee!
beschütze mich, Tür. Hat das sogar wirklich funktioniert? Was haben die denn in ihrem Stumpen? Okay, Jade, ich bin drin. Sieh in den Klassenzimmern nach. Sehr wahrscheinlich sind die Vorräte dort gelagert. Sie sind wahrscheinlich gekennzeichnet. Militärjargon ist ziemlich eindeutig. Sie sollten leicht zu finden sein. Was hiermit? Guck mal hier, überall medizinische Ausrüstung. Warum untersucht das denn niemand? Herrgott, kein Wunder, dass ihr total fertig seid. Alter, was haben die hier getrieben? War das nicht auch irgendein Easter Egg? Irgendeine Anspielung an irgendwas? Ich weiß aber nicht mehr was. Es war auch irgendeine Anspielung an irgendeinen Titel. Nicht Saw. Nicht Saw, Freunde. Was war das nochmal hier? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was es ist. Papierflieger in den Rippen. Die gute alte Schule. Freue mich schon, wenn wir die Zombie-Kinder sehen. Ob Zombie-Kinder auch in Dying Light 2 drin sind? Weiß man das schon? Gibt es dazu irgendwelche Informations? Alter, wie gruselig ist das denn? Schule geht von alleine hier die Tür auf. Nee, wir müssen wahrscheinlich hier rein. Einmal Schneller, über die Leichen drüber. Wir haben nur wenig Zeit. Und hier möchte ich nachts nun wirklich nicht erwischt werden. Na, ich auch nicht. Hat einer von euch Idioten den Keller gesichert? Natürlich nicht, denn der Schlüssel ist ja noch hier. Reißt euch zusammen! Das hier ist auch richtig heftig, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Man sieht ja, wie klein die Leichen hier sind. Das sind Kinder. Das ist eine Schulklasse, die hier rumliegt. Das sind keine erwachsenen Menschen. Never. Wer zur Hölle bist du? Wer zur Hölle? Leute, hier ist jemand! Oh nein, Feueralarm. Ich hätte nicht anzünden dürfen. Schalt den Alarm aus, sonst wimmelt es hier bald von Zombies. Hey Jungs, wir sollten lieber gemeinsam den Alarm deaktivieren. Uff. Jungs, vielleicht ganz kurz zusammenarbeiten, Alarm gemeinsam deaktivieren? Nö, nö, okay. Zum Teufel nochmal, Crane! Schalt den verdammten Alarm aus oder wir werden überrannt! Geh zum Büro des Hausmeisters, dort dürfte der Schalter sein. Ist doch schon erledigt. Jade, jetzt stress hier mal nicht rum. Geh mir mal nicht auf meine Nüsschen, Jade. Hat er gerade mich Bastard genannt? Das geht jetzt aber schon ein bisschen zu weit, ne? Finde ich jetzt schon ein bisschen frech. Ha, der ist sogar tot. Ah, wir machen erst die hier leer. Wollten wir nicht runter in den Keller? Ich meine, ich hätte das Wort Keller vernommen. So, repariert. Letzte Runde für die Machete. Danach ist sie wirklich ausgedient. Und wir haben ja schon eine neue im Anschlag. Dass er nicht stirbt, ne? Ey, solange die keine Schusswaffen haben, easy. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Boah. Uff, ey. Uff. Albtraummodus halt. Wenn die dich berühren, Ende im Gelände. Was ist denn hier so alles Schönes? Hier können wir schieben. Durchsuchen Sie den Raum, Geschwister. Ha. Öffnen. Leer. Der geheime Pornokeller des Hausmeisters, den wollen wir finden.
Oder auch nicht. Jade, bisher Fehlanzeige in Sachen Antizin. Wir müssen wohl mal über eine Alternative reden. Ich war aber noch nicht in Klassenzimmer C. Der Keller ist ziemlich groß. Finde den Schlüssel, wir sehen uns dann unten. Gefunden. Profi. Die gute alte Horrorschule, ne? Schule der Zombies. Boah, nice, endlich. Neue Legendenstufe. Endlich neue Legendenstufe. Hm, ja, Leben ist eigentlich irgendwie mega wichtig. Schaden mache ich genug, Leben aber. Ich bin gespannt, ob es wirklich wieder kleine Kinderzombies gibt. Persönliche Meinung, ich würde es gut finden. Ist realistisch. Warum sollten Kinder keine Zombies werden? Oh mein Gott. Zum Glück habe ich die Legendenstufe. Zum Glück habe ich die Legendenstufe. Die kann ich nicht verlieren. Einmal erreicht, ist sie erreicht. Gott sei Dank. Du willst Kinder abstechen? Ja, hier. Gib dir mal ein Kind. Kranke Sau. Ja, aber warum denn nicht, oder? Kids haben auch das Recht, Zombies zu sein. Kommt er nochmal wieder oder ist er tot? War der einfach hier auf dem Scheißhauf? Scheißhaus. Scheißhauf. Er war auf dem Scheißhauf. Ihh. Scheißwasser ist hier unten. Was ist denn der denn? Uff, wie sie in der Mitte auseinandergeklappt ist. Diese Sprengheinis nerven. Also die habe ich echt zu klump gemacht, die Alte. Kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Du bist vielleicht ein Trampel. Steck doch gleich den Kopf aus der Tür und ruf. Hier sind wir. Kommt uns holen. Hey, man muss nicht immer alles komplizierter machen. Das ist nötig. Oh, Scheiße. Das ist Plastiksprengstoff, oder? Also, nimm das Zeug und geh zum Turm. Ich kümmere mich um die hier. Mach dich nicht lächerlich, wir kämpfen gemeinsam. Und denen den Sprengstoff überlassen? Nein, geh. Ich mach das. Wir sehen uns dann im Turm. Versprich mir, dass du Rahim vom Nest fernhältst. Was? Natürlich, versprochen und nun geh schon. Hey, Freunde. Also die scharfe Alte ist weg. Reine Pimmelparty hier unten in der Dusche. Muss euch enttäuschen. Reine Pimmelparty. Okay, warum können wir jetzt nicht einfach fliehen? Warum müssen wir hier noch in der Schule rumlungern? Ach, können wir. Der alte Schimmelzombie. Was macht die denn jetzt? Kommt die einfach vom Himmel? Okay, wir müssen unbedingt gucken, dass wir zurück. Crane, du wolltest doch mit mir reden, wenn wir kein Antizin finden. Ja, Jade. Ach, egal. Es ist nicht mehr wichtig. Gut, hör zu. Ich gebe Said den Sprengstoff, du redest mit Rahim. Sorg dafür, dass er sich vom Nest fernhält. Nachricht, Jade. Keine Angst. Danke. Aber Rahim ist ein dummer Junge. Ein sehr, sehr dummer Junge.
Sorry, Boys and Girls. Eure Köpfe müssen leider weg, damit ich mich hier schnell bewegen kann. Na komm, auf nach oben mit uns. Ist doch gar nicht so richtig dunkel, oder wie spät ist es? Entweder es wird noch dunkel oder es wird schon wieder hell. Zip. Na Jungs, was geht's? Funktionieren auf einmal viel besser. Aber warum? Ist irgendwas Neues für mich? Ey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Na, stimmt ja, das Haus mit dem roten Rauch. Die Story. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Ja, ich weiß, hier gibt's immer was zu tun. I know, my friend. Wow, ich kann jetzt... Na, wie läuft's hier oben? Alles easy. Hier müssen wir gar nicht hin, oder? Ne, wir müssen ganz nach oben. Wir planen jetzt wirklich das Nest zu sprengen. Und ich sag euch, das wird unangenehm. Crane, Said hat mir von dem Sprengstoff erzählt, den ihr gefunden habt. Perfekt. Jade hat ihn Said gegeben. Er war bei einem Entschärfungskommando. Kennt sich also aus. Ja, ein glücklicher Zufall. Antizin zu finden wäre aber noch besser gewesen. Mein Kumpel Omar sorgt dafür, dass Said das Zeug mit Zeitschaltern ausstattet. Wir müssen ja Zeit haben, rauszukommen, bevor alles in die Luft fliegt. Oh, wir? Es gibt hier kein Wir. Ja, das Nest muss vernichtet werden. Und das geht jetzt auch. Aber ich werde das erledigen. Und zwar alleine. Aber das ist mein Plan. Und ich werde ihn perfekt ausführen. Versprochen. Aber verdammt. Es hat eh keinen Sinn, mit dir zu diskutieren. Ich melde mich, sobald Said die Sprengladung vorbereitet hat. Es ist also abgemacht? Wenn's sein muss. Haben wir einen Deal? Ja. Wir haben einen Deal. Okay, noch was. Ich habe so einen merkwürdigen Infizierten gesehen. Ist Dr. Zira im Anhänger? Ich brauche mal seine Meinung. Nein, er ist unten in der Krankenstation bei Dr. Lena. Danke. Wir sehen uns. Gott sei Dank, wie praktisch. Als ob er so leicht aufgeben würde. Ich meine, hier wäre man doch schon längst stutzig und würde sagen, ich weiß nicht, das war ein bisschen zu easy, oder? Das war ein bisschen zu easy, Friendos. Ey, yo, Doc. Doktor, haben Sie einen Moment? Oh, Kane, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Crane, ich habe Ihnen doch von diesem merkwürdigen Infizierten erzählt, der sofort Reis ausnahm, als er mich sah. Nun, ich habe gerade wieder so einen gesehen. Ich entsinne mich, dass Ihre Kollegen darüber gesprochen haben. Sie nennen sie Flüchter. Anscheinend bevorzugt dieser Typus bestimmte Bereiche der Stadt und zeigt sich nur nachts. Denken Sie, Sie könnten einen fangen und mir eine Gewebeprobe bringen? Eine Spekulation. Aber falls diese Kreaturen tatsächlich die Stellen bevorzugen, an denen ich meinen experimentellen Köder ausgelegt hatte, aber warten wir es ab. Bitte besorgen Sie mir eine Probe. Kommen Sie schnell zurück, wenn Sie sie haben. Sie muss frisch sein. Okay, und wo genau finde ich diese Biester? Soweit ich weiß, sollte der Quartiermeister auf dem Laufenden sein. Ah ja. Okay. Der Quartiermeister, ja? Scheint, als hätten im Bazar auch welche überlebt. Die Hexe soll dort sein. Wenn jemand einen Weg finden kann, dieses Chaos zu überstehen, dann ist es Dahlia. Sie soll eine Hexe sein? Sie nennt sich selbst so. Behauptet, dass die Infizierten sie dank ihres Voodoo-Hokuspokus nicht einmal berühren. Sie soll unbehelligt die Stadt durchqueren. Nachts. Vielleicht weiß sie was Wichtiges. Ja, vielleicht. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur eine totale Hochstaplerin. Unten steht einfach nur potthässlich. Vielleicht ist sie einfach nur hässlich. Die Frau kann den Zombies ausweichen und einfach so durch die Gegend laufen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist sie aber auch nur so hässlich, dass die Zombies sie nicht fressen wollen. Schon mal darüber nachgedacht? Nette Theorie, Junge. Ich habe ein paar Leute in der Schule gesehen. Was die da wohl machen? Wow, das war's? Ich bekomme einfach nur so einen kleinen Satz. So, oh ja, bei der Schule, ne?
Geh mal nochmal zur Schule, Junge. Und jetzt sollen wir so einen Flüchter fangen. Hier gibt es immer was zu tun. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Weiß gar nicht, was sie tun. Dr. Zara meinte, sie wüssten, wo ich diese Flüchter finden kann. Extrem flinke Infizierte, übersät mit grünlichen Beulen. Ah ja, ja, ich kann Ihnen zeigen, wo sie sich aufhalten. Hier, hier und hier. Aber wenn Sie mich fragen, wenn Sie keinen Ärger haben, warum suchen Sie dann welchen? Ein guter Punkt, danke. Ich bin dumm. Ja, so sieht's leider nun mal aus. Leider sehr, sehr dumm. Blake will mir irgendwas wieder vom... Schau mal eine an. Wie geht's dir? Vom Rauch erzählen wahrscheinlich. Okay, jetzt ist Tag. Flüchter. Okay, einmal Zombie-Eingeweide für den Herrn Doktor. Crane, bist du da? Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe morgen, den Kahn flott zu machen. Okay. Und weiter? Die Leute glauben jetzt an Engel. Wo es Dämonen gibt, muss es ja auch Engel geben. Unsere Späher haben gesehen, dass Leute in die Schule rein sind. Da ist jemand drin. Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Camden, wissen Sie, was das bedeutet? Das Fleischexperiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Camden jedoch, er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. So, also die Probe hatten wir schon, weil ich die Viecher halt schon x-mal getötet habe. Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe! Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Aber hör zu, wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin. Geht zum Zugdepot, sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Oma, hinter dir, hinter dir! Rahim! Rahim! Gott verflucht! Bracken, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Der ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Wo haben sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Verdammte Scheiße! Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust, du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Alter, ist das der Hulk? Hier drüben. Grüner Mann, riesengroß, voll mit Muskeln, pinke Hose. Okay, wir sollten uns eigentlich beeilen. Wir müssen den Boy hier retten.
Na, hast mal schön die Fresse gegeben, Alter. Den will ich noch killen. Uff. Ich hab ihn verbrannt. Nicht schlecht. Er windet sich noch ein bisschen rum. Ah, das Ding ist so gut wie kaputt. Was ist hier drüben? Oh, ein Shop. Willst du handeln? Vielleicht. Aber ich muss eigentlich einen Jungen retten. Aber handeln geht immer klar. Er hat eine lila Flinte. Ich sollte mal eine Flinte testen. Eigentlich ganz nice sowas. Ja, die Flüchtermission ist, by the way, auch keine richtige Mission, sondern... Ihr habt ja gesehen, diese Spots, und da kann man halt die Viecher finden. Nachts. Also nicht denken, dass ihr jetzt da irgendwie ein weltbewegendes Highlight versäumt habt. Hey! Da du nicht auf Hundepfeifen reagierst, müssen wir wohl oder übel auf diese Weise mit dir Kontakt aufnehmen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Oh shit. Aber nicht unser Junge. Gut, und die zwei Genies wollten ein bisschen wieder mich bashen. Aber leider bin ich genau in die Mission reingerannt, bevor sie loslegen konnten, Crane wieder zum Superaffen zu machen. Ach was, jetzt habe ich hier die falsche Mission. Ich dachte schon. Quest. Geschwister. Falsche Mission hier am Start. Like a Ninja Boy. Na, komm her. Standard. Hackebeil. Die Mission der Genies machen wir natürlich auch noch, aber jetzt erstmal hier Story weiterspielen. Ich suche die Leiche. Oh, ich bin fast tot. Gib mir mal hier Machete. Okay, Leichen, Leichen, Leichen. Geh mir nicht auf den Sack. Dann bettelt sie um ihr Leben. Da kommt der Nächste. Beeil dich, Crane. Beeil dich! Boah! Scheiße, wo steckt der Junge nur? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Rahim, wo zur Hölle bist du? Brecken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Yep, hoffe ich auch. Hier unten ist eine neue Defense-Mission. Aber wir schauen jetzt erstmal noch gemeinsam ins alte Depot. Oh nein, ist auch wieder so ein Riesenladen. Das ist auch wieder eine Riesenbude. Ja, kommt nur, ihr verfickten Hurensöhne! Nehmt euch alle mit ins Grab! Alright. Moment, der ist noch am Leben. So, Junge. Was hast du für Dummheiten gemacht? Alter, was ist das denn für ein Superspucker hier? Rahim! Crane, ich dachte, das wäre aus. Da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in 5 Minuten hoch. Scheiße, du blutest. Oh, eine Schnittwunde. Kinderkram. Schnell, leg die Sprengsätze. Beweg dich nicht, klar? Bin gleich wieder da. Wie jetzt 5 Minuten, yo? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. Gut, das machen wir in der nächsten Folge.
ein bisschen trödeln. Bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen. Auf Wiedersehen und tschüss.